Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, warum starte ich schon wieder im Ladebildschirm? Weil da unten ein Chip steht, den ich sehr gut finde. Manche Maschinen kannst du mit Winterblast einfrieren, um die Hacking-Nadel zu verlangsamen. Ich hasse euch. Warum verratet ihr mir denn sowas nicht? Mann, oh. Warum gibt's diese Tipps erst gegen Ende des Spiels? Das ist so ärgerlich zum Teil. Mann. Aber zum Vorfahren der Taste drücken. Ja, wir werden endlich weiter vorankommen. Wir haben viel zu tun und wir haben wenig Zeit. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Agnus Dei, ein lateinischer Begriff, der mir auch irgendwoher bekannt Willkommen. Vorkommt. Gil Alexander. Danke schön. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Dazu kommst du doch eh nicht. Weil wir uns wehren. Har, 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 har. Deswegen hast du keine Chance gegen uns. Ach, eine neue Chamber. Das ist immer gut. Ja, erstmal hier außen alles absuchen, bevor wir da reingehen. Gut, okay, hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Dann holen wir uns das nächste Audio-Log. Bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Ich habe dich gewarnt. Ja, hast du es jetzt oder nicht? Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Oh, ich kann mir denken, was jetzt passiert. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich bleib stehen! Nützlich machen willst, die Klos bleib stehen, verdammte Axt! Ah, okay. Wir müssen kämpfen, wie ich es mir gedacht habe. Bandages Kontrolle über die Sicherheit. Halt die Fresse, du auch. Haltet beide die Klappe. Ah, sterbt. So wollte ich das doch haben. Mann, 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 Mann. Was hängst du hier schon wieder rum? Oh, oh, oh. Ich höre einen Big Daddy. Alpha, Delta, Delta, Omega, ich weiß es nicht. Delta sind wir. Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das... Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst daran rum wie ein verliebter Pavian. Ja, und warum? Weil ich's kann. Warum beleidigen mich hier mal alle? Okay, das Gerät ist interessant, um es mal so auszudrücken. Ja, gut, dass ich sowas zum Hacken habe. Ja. Und wir haben da hinten auch schon wieder ein neues Tonicum gesehen. Aber ich konnte es leider nicht holen. Ah, Little Sister, Little Sister, Little Sister, du bist meine, du bist meine, du bist meine. Ich hol dich, komm und hol dich. Meins. Du hast gar keine Schnitte gegen mich. Ach, auch wenn ich wieder 5000 Schuss drauf senden kann. Verdammt! Nein, die wollte ich ihm eigentlich zurück. Ach, leck mich doch, dann kriegst du halt eben das so ab. So. Na komm her. Na komm her. Moment mal, Antipersonenkugel. Ah, Panzerbrechen wollte ich eigentlich einsetzen, genau. Und dann verballern wir unsere letzten paar Kugeln noch auf ihn. Na voll. Aus hier. Und
unsere Bohrer-Action scheint er nicht ganz so zu mögen. Hahaha. Na komm her, meine kleine Maus. Ja, ist doch alles gut jetzt. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Das war ein Rumbler. Ein Rumbler. Rumbler. Der alte Rumbler. Ja, wieder meine normalen Kugeln. Genau. Und da ist auch schon die erste Adam-Leiche. Warum können wir eigentlich diese Leichen nicht so ein bisschen bewegen? Das wäre, finde ich, auch noch geil, wenn wir die so an die richtige Stelle ziehen könnten. Na, was hast du mir? Ah, Dosenbohnen, na toll. Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Ja, ich bin gut, oder? Mach mir das mal nach. Oh, 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 einkaufen, einkaufen. Was hat mir denn der Gatherings Garden Sweet? Ach, sehr schön, wir Upgrades. Und einen neuen Gen Tonica Slot. Oh, guckt euch das an, wie voll das mittlerweile ist. Schnelligkeitsschub, habe ich noch irgendwas? Bohrerkraft, Hacker Steelite, scharfer Beobachter. Eve-Experte. Ja, packen wir mal Eve-Experte rein. Ah, ja, bitte, da unten rein. Hallo. Hallo? Ausrüsten, ja. Ah. Schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich das nicht mehr weiß. Und damit haben wir wirklich alle Gen Tonica Slots, die es anscheinend gibt. Nein. Nein, 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 nein. Senkt den Preis für Plasmide deutlich, schränkt aber die Waffenauswahl auf Bohrer, Heckwerkzeug und Kamera ein. Das ist nicht gut. Aber hier den Forschungsboni können wir ja auch noch ein bisschen erhöhen. Und viel haben wir wirklich nicht mehr zu holen. Und ihr habt mir ja gesagt, ich soll mir mal den Insektenschwarm holen. Ja, ich sehe es jetzt ein. Ausnahmsweise werde ich mir jetzt mal im Gegensatz zum Elektrobolt mal das Insektenschwarm holen. Rufen Sie einen Insektenschwarm. Immer sehr witzig, wenn er versteckte Gegner aufspürt. Mhm. Und wir brauchen noch 230 für das nächste, aber vorher will ich mir erstmal Winterplatz 3 kostet 300 holen. Oha. Na, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber das kriegen wir schon zusammen. Oh, der Insektenschwamm ist auch automatisch angewählt. Sehr schön. Wir haben genug Kugeln, deswegen versuche ich es noch in diese Folge mit reinzubringen. Ja. Yep. So, mal schauen, wie das abgeht. Ja. Du bist auch mein kleiner Engel. Besonders dann, wenn du jetzt anfängst zu sammeln. Oh, was haben wir denn da noch liegen? Oh, Fallennieten. Au. Hahaha, meine Insekten verscheuchen dich, kriegen dich, fangen dich. Au. Kann ich auch mehrere gleichzeitig? Oha, ich kann ganze Schwärme loslassen. Nicht nur so ein, zwei, nein. Hier, ihr werdet regelrecht überrannt von meinen Bienchen und Blümchen. Meine Bienchen brauchen keine Blümchen. Nein. Okay, ich entschuldige mich bei jedem, wo ich gesagt habe, nee, hole ich mir noch nicht. Das lohnt sich eben gerade dann doch mal. Ja, jetzt ist das ja auch ziemlich chillig, endlich mal. Tada, meine kleine Maus ist auch schon fertig. Und tada, sie ist passend zum Ende dieser Folge. Ja, tada. Ich bin Elon1986, wir spielen Bioshock 2. Bis gleich.